Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alice 22 Chaos im Wald von der Platinum Expansion auf der Silver Run Forest. Letzte Folge haben wir den Bagger mit dem Tieflader, also mit der Plattform da für den Artie Runner zum Wald gebracht. War ein sehr interessanter Transport. Muss man sich angucken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ansonsten hoffe ich, dass ihr schönes Fest hattet. Ist ja jetzt rum Weihnachten, Silvester kommt jetzt die Tage ins Haus. Auch wieder schön. Ich denke mal, dass ich an Silvester einfach mal so ein, keine Ahnung, ein paar Minütchen Video mache, wo ich mich so schwätze. So irgendwas vielleicht. Nichts Besonderes, nichts Besseres, aber an Silvester kommt man doch kein YouTuber, also, oder? Bereitet man doch die Party für abends vor und dann geht man auf die Party. Oder so irgendwie halt. Keine Ahnung. Ich bin jetzt keiner, der großartig Party machen musste, also. Nee, danke. Gut. Genau. Hoffe, ihr habt die Tage genossen. Hoffe mal, ihr habt noch Urlaub. Jetzt müsst ihr schon wieder arbeiten. Gut, die einen so, die anderen so wahrscheinlich. Der Beruf halt. Ja. Genau. Dass ihr jetzt auch die freien Tage genießt oder so, wenn ihr frei habt. Ansonsten hoffe ich halt, dass ihr Spaß bei der Arbeit habt. Wenn ihr jetzt so lange arbeiten müsst vielleicht. Aber gut. Ansonsten haben wir jetzt die IT-Runner, die Force Bull hier mitgenommen. Also die Rungending da, um das Holz aufzuladen dann. Ich denke mal, da müsste einiges an Holz eingehen hier. Ich muss mal messen, was für eine Länge da so drauf passt. Und man muss auch überlegen, was für eine Länge man mit der Seilbindung hochzieht und so. Das wird ja auch so eine Sache sein dann. So, aber erstmal müssen wir die Seilbindung mal aufbauen, würde ich sagen. Und dann erstmal Bäume fällen. Das ist dann noch die Sache. Oder warte mal, ich kann nicht gleich mal hochfahren, weil hier unten bringt mir die Ding eh nichts. Machen wir es ganz einfach. Mein Gott. Häckselketten? Traktorpool, was? Was ist eigentlich für eine Werbung auf einmal? Traktorpool. Ich hatte mal gegoogelt, glaube ich, dass es mich so. Ich sage es mal so wie eBay oder so. Oder Gebrauchtwagen-Ding. Nur halb für Traktoren und so. Glaube ich, sowas müsste sein. Wenn ich das richtig kurz so gesehen hatte. Oh. Finde ich cool, dass es auch so Werbung da jetzt ist. Aber die müsste erst recht aktuell sein. Die gibt es ja nicht so lange hier, glaube ich. Gut, ich stelle jetzt gerade mal durch. So, da haben wir nämlich unseren wunderschönen Bagger, den wir vorletzte Folge gekauft haben. Um wunderbar Holz aufzuladen. Denn man könnte ihn auch nutzen, um die Bäume zu fällen, aber dafür habe ich ja meinen Komatsu. Gut, der muss eigentlich auch hoch, weil er ja nur bergauf winden kann. Also fahren wir den auch mal hoch. Hätte ich jetzt gesagt. Also die Absperrung ist das Foto. Ach, stimmt. Steht jetzt wieder davor. Ja, da muss ich mal gucken, dass ich mal die bewegliche da kaufe, sag ich mal. Also die, wo man beim Händler kauft und dann. Wie so Geräte. Fahrzeuge halt. Dass man die dann da schön aufladen kann und so. Mein Gott. Okay, so. Die anderen drei großen Bäume da, die fällt man auch noch irgendwann, aber nicht jetzt. Es geht jetzt um diesen Hang hier so langsam. Und langsam ist es ein bisschen steil hier, so dass jedes Mal wie jeden Baum hoch runter zu fahren, wird ein bisschen nervig. Jetzt haben wir da so einen scheiß Gebüschbaum noch, der müssten wir fort hier. So, warte mal. Ich habe jetzt hier so eine wunderschöne Strecke gefunden. Da unten steht so ein Baum. Den peile ich jetzt. Warte mal. Ich sehe den Hang hier oben. Ich habe aber von dieser Seilwinde überhaupt keinen Plan. Beziehungsweise von diesem Turm hier. Stell dir einfach mitten drauf jetzt hier. Ich will gerne diesen Baum da unten anpeilen. Dafür müsste ich das mal ausklappen. Und senken. Das ist einfach eine Musik hier, Alter. So, jetzt ist der ganze Spaß schon mal gesenkt. Ja, und jetzt? Steige ich mal aus. Seil spannen. Ah, okay. Suche eine. Ich habe gesagt, den Noten wollte ich, glaube ich. Wie? Nicht im richtigen Winkel. Hä? Wieso geht das nicht?
Oder muss der andersrum stehen? Ah, ich glaube, der muss andersrum stehen. Kann das sein? Warte mal. Ah ja, okay, ja, aber. Okay. Gut zu wissen. Nochmal kurz anheben, bitte. Dann drehen wir mal kurz rum. Ja, macht irgendwie Sinn vielleicht. Ja, das, ja, wenn man sich den Turm genau angucken würde, würde man das auch sehen. Muss ich nur kurz überlegen, weil ich mal. Ja gut, okay, der spannt ja glaube ich auch auf dem Boot theoretisch. So, jetzt würde ich gerne wieder da runterpeilen. So, da ist so ein scheiß Baum im Weg jetzt. Den kann man gleich fällen. Und wieder senken jetzt. So, jetzt nochmal eher. Okay, jetzt haben wir es halt. Wo war der Baum jetzt da unten? Geht es an den toten Baum da unten dran? Leider einen Baum befestigen. Hui. Schönes Bild. Laufwagenfokusmodus aktivieren, Laufwagen bewegen. Ja, warte mal, ich will gerade mal gucken, wie das oben jetzt aussieht. Ah, also der hat sich jetzt im Boden eingehakt einfach. Mein Gott. Okay. Jetzt haben wir nur den Lava-Wagen. Jetzt kann ich theoretisch mit K und M bewegen. Okay. Verfolgungsmodus. Jetzt erfolgt er mich. Ich habe jetzt hier das Tablet mit dieser Dings-App. Hab da so ein Ding davon. Wenn ich jetzt sage Carriage Follow, macht er das? Wenn ich jetzt sage runter. Oh. Ja gut, das kann man da wahrscheinlich, wenn Holzzahn ist. Ja, okay. Ich glaube, zu ja da zurückschicken kann ich. Okay. Ist der Motor gerade rausgegangen? Warum muss der denn eigentlich auf dem Boden stehen? Ja, okay. Irgendwas läuft da falsch. Okay, wenn ich das Laufwagen bewege. Ah, dann macht ihr das bei der Motor aus. Bald. Alles klar. Gut, alles gut. Ich muss jetzt aber erst einmal. Bäume fällen, bevor hier irgendwas läuft. Dafür hätte ich gerne den Kompass wieder. So, der scheint jetzt auch wieder ein paar Tage. Wir gucken, wie die Steuerung funktioniert. Okay, so. Dann fällt er mal jetzt ein paar Bäumchen. Ach, warte mal, ich muss immer noch wegen der Länge. Ei. Jetzt weiß ich immer noch, welche Länge. Ups, da war ein Stumpf. Baumstümpfe tue ich dann alle irgendwann mal dann auf einmal dann wegfräsen. Dann. Das ist dann einfach. Nein. Vielleicht sollte ich trotzdem nicht gerade drüber fahren. Wäre vielleicht ein bisschen vorteilhaft. So. Jetzt haben wir durch die Seilwinde. Ich brauche mal die Länge von dem Mighty Runner. Eins. So. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, wo kann man. Ja, kann der 7 Meter machen? Ich glaube nicht. Okay. Z. Nee, 8 Meter ist lang. Machen wir 6 Meter. Okay. Das passt so. Gut, dann anschalten. Und überlegen, wie ich die ganze fälle. Mal hier den Arm, ja. Kamera. Nee, die Kamera bringt mir nichts. Nicht so weit. Okay. Dieses scheiß Gebüsch, ich sehe halt nichts. Oh ja, ich glaube, ich bin dran. Oh ja, ich hab's. Okay, perfekt. Sehr gut. So, und jetzt legen wir das Evagrat-Modul hier. So, ein Haufen hier schön. Ja, gut. Das Holz rollt natürlich jetzt. Weil ich so schlau bin und das so rum hinlegen habe. Na klar. Gut, die Spitzen muss ich ja wieder gucken, dass ich die irgendwie zusammensammel. Warte mal, da oben steht noch ein Baum. Könnte man gleich fällen.
Ja. Aber das Ding hat keine Kollision, denke ich. Nee, okay. Nee, das. Also fände ich zwar ganz cool, aber. Ja, muss jetzt auch nicht sein. Ja, wahrscheinlich wieder ein Haufen Arbeitmänner gewesen zu sein. So zu machen, gut, eigentlich jetzt auch nicht, denke ich. Ach, egal. So, legen wir das gerade dazu auf den Haufen. Aber schön, bitte. Na ja, gut. Schön geht besser. Das Holz bewegt sich aber auch wie so. Das bewegt sich besser. Das kann man ja gar nicht gescheit steuern. Egal. Ja, gut. Lass es so liegen, wie es gerade liegt, bitte. Und lass es dann los. Achtung, 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 Achtung. Achtung, Baum. Ich will hier nicht irgendwie meinen Komma zuschrotten oder so. Okay, dann fällt wir jetzt den als nächstes. Dein freiwilliger Student hat sich so gemeldet. Na, warte mal. Doch mal. Theoretisch sind wir am richtigen Punkt. Jetzt lass dich fällen, bitte. Dankeschön. Und umgefallen. Sehr gut. Dann legen wir den auch wieder quer dahin. Macht voll Sinn, gell? Ja, aber er liegt zumindest so einigermaßen in einem Haufen, sag ich jetzt mal. Perfekt. Dann können wir den rechts hier noch fällen. Nein. Stopp. Jetzt aber. Ne, was? Nein. Hey, ich hab doch sogar das Geräusch gehört. Er hat doch sogar gesiegt. Oh, fällt der jetzt hin, Alter? Oh, nö. Stopp mal hier. Willst du jetzt hin? Ganz verrückter Baum jetzt hier, oder was? Der meint dazu ganz, das ist, was er soll. Aber okay. Achtung, das rollt jetzt. Oder? Naja, es geht noch. Hab mir schon immer vorgestellt, dass es weiter rollt. Okay. Ja, den rechts können wir eigentlich auch noch gleich finden. Hätte ich gesagt. Ich werde es nicht jeden Baum fällen, aber. So ziemlich schon jeden doch. Dann. Das kriegen wir schon. Tun wir ein bisschen weiter weglegen. So. Und dann ziehen wir das alles schön mit der Seilwinde nach oben. Und tun das dann mit dem Bagger aufladen. Hätte ich gesagt. So sieht zumindest der Plan aus. Sage mal so. Ganz einfach. Jetzt komm schon. Wenn man so pingelig sein muss. Ja, der Job wunderbar. So lege mal den hier. Der liegt wunderbar. Kann ich eigentlich den Ding jetzt einfach hier aussteuern? Nee. Nö. Hinterher steuere ich ja den Kran. Also ja doch den Kran im Endeffekt. Den Komatsu zu steuern damit. Sagen wir es so. Mit einem Baum. Okay. Und ein bisschen ausfahren. So. Gehen wir den dahin. Perfekt. So, was haben wir da jetzt für Bäumchen da rumliegen? Also nicht rumliegen, sondern stehen, eigentlich. Ist das ein Baum, den ich fällen kann mit dem Komatsu, oder? Ah ne, komm, lass den stehen, der ist so klein. Oh. Fällt jetzt hauptsächlich nur die großen hier. Ups. Na. Na, komm. Falsch. Ja, gut. So, jetzt. Wo fällt denn jetzt hin? Ach so. Perfekt. So, mal du jetzt noch durch den großen Braun. Das wird eine Sache, ob ich den krieg. Und dann haben wir da noch drei Stück und der eine, den brauche ich für die Seite. Wenn ich den fällt, dann wäre ein bisschen suboptimal. Würde ich sagen. Gut, einfach da drüber. Na komm schon. Fahr!
Ja, ich bin jetzt so. Ja, das. Ja, perfekt. Gut, dann würde ich aber sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Nein, oh, das habe ich vielleicht noch gedrückt. Kein Abo da lassen, um nichts zu verpassen. Und dann denke ich mal, nächste Folge ziehen wir dann die ersten Bäume mit der Seilwinde, mit dem Kran, was weiß ich, was es ist, da hoch. Also deswegen, dann bis nächste Folge dann. Tschüss.